So, keine Ahnung, was der Jedi-Tempel noch alles für uns bereithalten wird, aber es hat uns einiges gekostet, hier diesen Abgrund endlich frei zu machen, und es war nicht gerade einfach. Da unten mussten wir die Statue wegräumen. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, den Gürtel zu zerstören, und deswegen, naja, müssen wir jetzt hier weiter, und das hätten wir geschafft. Sehr gut. Okay. Auf in den nächsten Abschnitt. So, wo hat es uns denn jetzt hierhin verschlagen? Sieht auf jeden Fall cool aus. Not bad. Really not bad. Eine Art Holocron. Schließe die Prüfungen des Verstandes ab. Die haben wir schon in der letzten Folge, ja, ziemlich dumm hergegeben. Da haben wir nämlich nicht besonders gute Arbeit geleistet. Naja, was ist das jetzt für eine große Prüfung hier? Scheint sehr viel um Verstand zu gehen anscheinend. Feingefühl, aber das ist ja noch viel einfacher als das, was wir wirklich in der letzten. Was? Also, der war voll auf Linie, Kollege. Ich glaube, ihr müsst mal eine Prüfung des Verstandes machen. There you go. Was ist denn das hier? Komm hoch und... Okay. Es scheint auch nicht gerade meine Paradedisziplin. Oh Mann, ich dachte, ich könnte schummeln. Kann ich schummeln? Das wäre witzig. Ja, Tatsache. Aber hier würde ich denn nicht so gern schummeln. Ey. Denn ab. Es ist keine Prüfung des Verstandes, es ist eine Prüfung der Nerven. Ah, der war doch drin. Ich bitte dich. So. Wollen wir noch mal sehen. Komm wieder her, Jungchen. So, zack. Ey, nein, bitte. Oh, dieses Spiel. Ist doch wirklich unfassbar. So, jetzt ganz slowly. Wir wollen ja nicht hier als Trottel rausgehen. Söderlade, habt ihr die Scheiße? Darf ich jetzt weiter, bitte? Es kommt anscheinend immer näher ran. Ja. Prüfung abgeschlossen. Ah, hier stirbt man auch nicht. Oder doch? Gut, Glück gehabt. So. So, wir sammeln Holocrons. Bonusziel erfüllt. Muss ja wohl darüber, ne? Ach, die ist transparent.
Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Kann ich nicht einfach so machen? Die hier so rüberliften? Dann. Wieso kann ich keinen Machtschub benutzen? Doch, kann ich doch. Ich würde die hier rübernehmen. Zack. Komme ich an die da hinten ran irgendwie? Nee. Okay. Dann die hier ein Stück ranholen. Oh, leck mich. Also diese Prüfung des Verstandes sind keine Prüfung für mich. So. Okay, ich kann boosten. Speichert er. Aha. Dann materialisiert sie sich. Nein, nicht du. Du. Da so hin. Ja, okay. Du musst so. Dahin, würde ich sagen. Du. Weiter nach vorne. Dahin. So. Und du. Dahin. Nein! Ach, Mann. Die gehen runter, während man die benutzt. Das ist das Ding. Das sieht man vielleicht nicht, aber. Die gehen runter, während man die benutzt. Ey, meine Güte. Also das ist wirklich hier scheiße schlecht von mir natürlich auch. Komm, geh da hin. Nerv nicht rum. Bin ich hier schon enorm. Was? Was? Erzähl mir doch nichts. Ja, die sinken immer weiter ab. Das ist schön. So. Boah, hätte ich mich fast noch in den Abgrund geboostet, ne? Ja, ja. So. Was haben wir hier? Nein. Bisschen näher ran hier. So ist gut. Dahin. Dich hier hin. Dich da hin. Kann sich da mal materialisieren. So, und dann sollten wir es doch gepackt haben. Hoffe ich. Aha, gegen eine spätere Version von uns. Besiege den Sith-Krieger, der wir selber sind. Okay, was macht er jetzt? Das sieht alles in allem nicht nett aus. What? Hatte sie mich gerade unter Kontrolle oder so? Keine Ahnung. Kämpfen anscheinend hier gegen uns selber. So würde ich das jetzt mal modern interpretieren. Alter, ja. Die Range ist natürlich auch jetzt nicht gerade verachtenswert. Bitte. Verreckt, Junge. Hä?
Was soll ich, also, was ich dagegen machen soll, das habe ich jetzt noch nicht ganz gerafft. Ich kann mich halt nicht selber steuern zu der Zeit. Okay, das ist aber gut machbar gegen den. Alter. Ja, alles blocken und dann hier so auf fett machen, das kenne ich schon so genüge. Na los, na los, na los, na los. Geht doch. Okay, diese Duelle gewinnen wir mal ganz gut. Aber das Ding ist, wir machen kaum Schaden. Und was ich dagegen machen soll, das ist mir ein Rätsel. Na bitte. Geht doch. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt wirklich einen Speicherpunkt. Das wäre nicht schlecht, denn unser Leben sieht nicht gerade nett aus. What? Na komm her, Jungchen. Komm schon. Muss ein Speicherpunkt sein. Wenn das kein Speicherpunkt ist. Ja, geht doch. Perfekt. Sehr gut. Dann haben wir die erste Phase so gerade noch gemeistert. Gegen den dunklen Schüler. Also nicht wieder so viel Fail, hoffentlich in dieser Folge. Mir halt nur seine Muster ein wenig analysieren. Okay, wir können ihn aber, ich nenne es immer so gerne, Blitzdingsen. Boah. Boah, jetzt haben wir uns wirklich auch von jedem einzelnen Ding treffen lassen. Wie haben wir das jetzt abgewehrt? Keine Ahnung. Alter, okay. Okay, da können wir ihm Damage machen, aber wir sind gleich tot. Genau gesagt. Jetzt. Oder? Ja, okay. Da wären wir aber noch auf eine tiefere Form gegangen anscheinend, aber wir wissen jetzt, wie wir ihn plätten. Das ist schon mal gut. Na, okay. Junge, bitte ein wenig... Ey. Ich so gerade eben so richtig schön so, ja, jetzt... Jetzt kriegen wir ihn, jetzt haben wir richtig viel gelernt. Hä? Wie verfolgen die einen denn? Ja, kann ich mich direkt umbringen lassen eigentlich. Ja. Feier dich, Junge. Komm, hau mir noch einen in die Fresse. Eklige Phase, ehrlich gesagt. Nun gut, komm. Dritter Versuch. Wir müssen den ein bisschen besser ausweichen. Lichtschwertwurf wäre natürlich auch eine Alternative. So, komm jetzt direkt von Anfang an. Diese ersten Phase kann man ihnen da sehr schön zusetzen. Alter Mann. Boah. Also
Da könnte ich mich echt aufregen, wenn ich mich da so dumm anstelle. Ja, man macht ihm schon Damage, aber es reicht halt nicht. So, und jetzt? Ja, jetzt ein Schuss. Okay, aber wir müssen ihn in diese Endphase bekommen, ohne viel Leben zu verlieren. Ah, wir haben ihn schon in dieser Endphase anscheinend. Auch wenn er auch nicht sehr viel Leben verloren hat. Okay, aber nice. Die spätere Version von uns. Die ist... Ich kann nichts machen übrigens, wenn ich so gedingst werde. Piss dich, Junge. So. Na los, Junge. Kann sich alles aushalten. Ei. Tatsächlich haben wir es eben verkackt. Zack, da haben wir ihn gut erwischt. Ja, was soll ich da machen? Ich verstehe nicht diese Kampfphase. Die raff ich noch nicht. Junge, es reicht mir langsam. Penner, ey, da war Luke tausendmal stärker. Naja, nicht zwingend, aber ungefähr. Zack, 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 zack. Okay, er hat auch nicht mehr viel Leben. Es wird auf ein enges Duell rauslaufen. Wie soll man diesen Angriff überstehen? Nein, 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 nein! Scheiße! Zack, Mann! Okay, komm, in die direkte Konfrontation, es bringt ja nichts. Komm. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, er wäre schon lange down. Aber okay. Jetzt haben wir seinen Kampfstil analysiert. Es ist wirklich am effektivsten, glaube ich, ihn hier so direkt anzugreifen, frontal. Reicht's ja, Kollege. Okay, da hat er uns Damage gemacht, ja. Und tschüss, Junge. Ja, der ging an uns, oder? Kollege? Diese Form verstehe ich nur irgendwie nicht, weil ich finde sie irgendwie nicht sehr stark und auch nicht sehr episch. B ist locker der falsche Knopf. Ich kann das noch so schnell drücken, wie ich will. Ja. Diesmal sind wir auch nicht halb so gut. Komm. Jetzt nicht doch hier knechten lassen. Hey. Das B drücken bringt nichts, wirklich. Tschüss, Junge. Transformier dich ruhig nochmal. Ich hab deine andere Form lieber, du Penner. Ja, ist klar. Ja, was soll ich tun? Ich kann da nichts tun.
Gegen diese Scheiße bin ich wirklich. Aua, da hat er mir richtig gegeben, ey. Okay, es ist ein enges Duell, aber wir sind kurz davor, es zu schaffen. So, und ich würde sagen, da haben wir ihn mal für den Beginn richtig gut erwischt. Ich hasse diesen Angriff so sehr. Kontrollieren von uns. Keine Ahnung, wie er das. Jetzt ist Schluss hier, Junge. Jetzt haben wir ihn auch gut am Anfang Damage gedealt, einfach. Zack, Lichtschwertschleuder, runter mit dir, Junge. Sit down, Bitch. Es geht nicht. Also, diesen Angriff abzuwehren, Leute, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das geht einfach nicht. So, schön in den Abgrund gestürzt. In dieser Form haben wir schon genügend Erfahrung gemacht. Komm schon, Junge. Wie viel hältst du aus? Wie viel kannst du noch aushalten? Wäre wohl eher die Frage. Ah, da hätten wir ihn gerade gut runterschleudern können. Aber er hat echt nicht mehr viel Leben. Komm, jetzt nicht runterschleudern lassen. Nein, 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 nein. Sorgst ihm richtig hier. Er bringt es tatsächlich fertig, jetzt nochmal hier ranzukommen, ey. Ja. Ich drücke übrigens immer noch B, weil ich überzeugt davon bin, dass es irgendeinen Sinn haben muss, dass es da steht, aber. So, jetzt reck endlich, Junge. Geht doch. Kollege. Es ist Endstation für dich. Du bist nicht ich, ich bin nicht du. Lalelu. Wo ist er denn? Kollege Schmalzlocke. Das war knapp. Das habe ich nicht so schnell gepeilt. Adios, amigo. Boom. Krasser Kampf. Du wirst niemals entkommen. Du da, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Was auch immer hier war, es ist fort. Nichts ist übrig. Ja, so kann man das zusammenfassen, würde ich mal sagen. Und das war die zweite Episode der Jedi-Tempel, mit dem wir jetzt auch durch sind. Ja, war ziemlich geil. Diesen kleinen Bug, den wir hatten, der war ein bisschen nervig, aber dieser Kampf hier, den habe ich richtig gefeiert. War jetzt auch länger, aber war auch spannend, fand ich, war nicht langwierig. Und im Endeffekt haben wir unser alter Ego, unser eigenes Ich, dann doch niedergerungen und können erhobenen Hauptes uns dann dem dritten und letzten sozusagen Add-on oder der letzten Kampagne von der Ultimate Sith Edition zuwenden. Tatooine wird das sein, soweit ich weiß. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.